Seid gegrüßt, liebe Abenteurer. Willkommen zurück zu Call of the Tenebre, Two Worlds 2. Und wie man unschwer erkennen kann, befinde ich mich in einer düsteren Halle, die zum sechsten Tempel gehört. Und hier hoffe ich endlich, Dafar zu finden, die entführt wurde und sich angeblich in den Kerker verließen von Adramelech, dem Bösewicht, befindet. Und ja, ich werde mal anklopfen und ja, hoffentlich Dafar retten können. Ja, dann bin ich echt mal gespannt, was mich dort erwarten wird. Bestimmt nichts Gutes und ich sehe natürlich auch schon ein paar Gegner durch diese Gittertür, die auf mich warten, und es wird höchste Zeit, mich zu wappnen. Oh. Okay, da kriege ich schon die ersten Magieattacken. Ups, ab. Durchsuche die Dungeons. Na klar. Um da Fahrt zu finden. Na klar. Ein Bogenschütze. So. Schnell um die Ecke gespurtet und. So, hat sich ausgeschossen. So, jetzt muss ich mal. Ja. Ziemlich morbide hier. Denn die Wände sind aus Knochen hochgeschichtet. Ja. Sicherheitsschloss. Mal sehen. Oculus. Also ich habe ja schon jede Menge Oculi gesammelt und da es in der Hauptstory ja auch unter anderem um das Thema Oculi geht, also diese fliegenden Augen, da ist ja auch noch ein Geheimnis darum. Möchte ich auf jeden Fall mal eins benutzen, weil sonst hat man das ja gar nicht gesehen. Soviel ich weiß, habe ich in diesem Let's Play noch kein Oculus verwendet. So, was haben wir hier für ein Schloss? Auch Sicherheitsschloss. Na gut, ich könnte es ja mal probieren. Ja, Sicherheitsschloss ist natürlich ganz schwierig. Da muss ich wieder meine... Ja, da muss ich wieder meine Waffe bemühen. Meine Baumarkt-Axt, damit mein tolles Schwert nicht zerbricht, was ich nie finde. Was ich nie finde. Was ich sagte. Da ist es. Mein aufgewertetes Schwert Lauffeuer. Was ich ja ein wenig getuned habe durch Crafting. So. So, den werde ich dann nehmen zum Schloss einschlagen. Ja, wie gesagt, die Waffen zerbrechen schon mal ganz gerne dabei. Na also. Amulett, Zwergenstolzstiefel habe ich, glaube ich, auch schon. Noch und nöcher. Geisterholen habe ich doch auch schon. Da ist ein Kristall drin. Okay, die könnte ich mal, den, ja, wie man sieht, zwei Stück schon. Identisch, also ein zerlegen. Achso, da muss ich erstmal zerlegen. So. Okay, wo ich gerade dabei bin, schaue ich auch nochmal in. Da hinten ist noch eine Truhe.
Innereien. Und der Bogenschütze. Ja, Heiltrank. So, was haben wir denn hier? Gut. Schlangenhellebarde. Ja. Ja, nicht schlecht. 6 Gewicht geht auch. Aber nee. So, ich glaube, dass, ja, ich bin mal gespannt. Wo ist denn überhaupt? Erstmal die Karte aufrufen. Ich weiß gar nicht. Wo bin ich? Ach so, da oben, da waren die Spiegelsäle. Und ich bin hier am Eingang. Und das sind dann wohl die Gefängniszellen und das Wachhaus. Okay, da muss ich erstmal hin. Aha, zum Wachhaus. Dann gehe ich nach Süden. Dann kommt ein runder Raum. Dann könnte ich direkt nach Süden. Ja, 2 Wege. Ich kann auch dann nach rechts gehen. Da sind dann noch mehr Zellen. Und Räume, Kerker, Verliese. Ja gut, also nicht lang gefackelt. Sondern Dafar gerettet. Wie meine Mission lautet. Und da kommen natürlich schon die ersten gemeinen Ratten, die mich daran hindern wollen. Schützen. Ja, Junge. Im Nahkampf ist das schlecht, wenn man so einen Bogen hat. Rechts um die Ecke. Was haben wir denn da? Ah, da. Magier. Die sind fies. Zauberamulett. Ring. Na gut. Fürs nächste Abenteuer werde ich noch ein paar Sachen sammeln. Ey, nicht da auf diesen Stein-Dingsbums da hauen, sondern auf die Truhe, bitte schön. Wenn es geht. Hä? Wo ist denn... Ja, der macht immer so komische Ausfallschritte. Und dann treffe ich diese Truhe nicht mehr. Ist ja blöd. Dass er so eng ist wahrscheinlich. So, jetzt. Immer noch nicht? Aha, es heute. Es kann doch nicht so schwer sein. So, na also. Ja, kennt man alles schon. So, Oculus. Muss ich mir mal merken, dass ich das nicht vergesse. Sackgasse? Sieht so aus. Ja, ein Pfeiler. Hatte ich die Truhe schon? Ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, mit dieser Schwingbewegung kommt er dann immer vom Ziel ab. Das solltest du nicht tun, mein lieber Held. Hatte ich schon. Okay, kann ich ja vielleicht zerlegen oder verkaufen. So, weiter geht's. Auf der Suche nach Dafar. Ja, ich glaube, es geht noch tiefer hinab.
und es wird immer gemütlicher. Kreisrunder Raum, Statuen. Na, wenn jetzt alle zum Leben erwachen. Ich glaube, im zweiten Conan-Film gab es so eine schöne Szene. Da war auch so ein kreisrunder Raum und mit Statuen. Und dann gingen alle Statuen bzw. Abbilder eines bösen Magiers auf den Helden los, auf Conan. Aber ich glaube, ich habe Glück und die Statuen bleiben Statuen. Was haben wir hier? Notizen über die A. Interessant. Ist vielleicht nützlich. Ja, das muss ich mir mal offscreen durchlesen. Ich hatte noch einiges zu lesen. Gemeuchelte, ja, was auch immer. Was haben wir denn da? Auras. Tempelwächter. Diener. Auf jeden Fall Menschen. Und keine Ratten. Kann man den öffnen, den Sarkophag? Ja, überall diese Augen. Also irgendwie sind das ziemliche Augenfreaks, dieser Rattenclan. Oder dieser Adramelich zumindest. Tja, nichts passiert soweit. Habe ich irgendwas übersehen? Gemälde? Ja, scheint wohl der gleiche Raum zu sein oder so ähnlich. Wer weiß. Auf jeden Fall werde ich schon mal hier nicht angegriffen. Toi, toi, toi. Aber das kommt bestimmt. Nämlich bald. Da hinten. Na, sieht er mich? Knapp daneben ist auch vorbei. Tja. So viel zu diesem Wächter. Was haben wir denn da hinten? Hä? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Monster? Werwolf? Ein Werwolf mit Schwanz? Zumindest mit Reptilienschwanz sieht man ja auch eher selten. So, ich glaube, ich werde mal, ja, ich weiß nicht, ob man mit einem Oculus durch... Vielleicht kann man da oben drüber herfliegen, genau. Das wäre mal einen Test wert. So, ich wollte jetzt mal ein... die waren, glaube ich, weiter oben, die Oculi. Oder sind die unter Quest? Ja, klar. Ich werde jetzt mal einen... Oculus Infernus verwenden. Hab ich, wie viel habe ich denn davon? Ja, werde ich mal machen. Der Spaß war mir gegönnt. Kann nur einmal verwendet werden. Schaden 4000. So, und jetzt bin ich quasi das fliegende Auge. Ich hoffe, ich kann da drüber herfliegen. Nur, ja, geht. Also das ist der berühmte Oculus. Und theoretisch kann ich jetzt hoffentlich auch mal schießen. Ah, schießen. Rechte Maustaste. Na.
Nee, wieso kann ich nicht schießen? Das war blöd. Ich konnte auf einmal nicht mehr schießen. Die sind schon so lange nicht mehr. Nehmen wir mal den hier. So, noch ein Versuch. So. Schießen. Jetzt ging's. Da habe ich wohl irgendwas verkehrt gemacht. Das hat ja schon mal ein wenig Schaden abbekommen. Ja, man kann also... Hilfe. Also man kann... Was war das? Na gut, das war's mit ihm. Ja, vielleicht kann man also mit diesen Oculi kann man, wie gesagt, Räume und Gegner ausspähen. Und es gibt auch einen Oculus Infernus, der dann auch schießen kann, wie man gesehen hat. Wenn man es richtig macht. Und ich würde sagen, es geht weiter. Ein Tisch mit Tränken. Sehr schön. Dann nochmal Notizen. Das für Orion ist wahrscheinlich auch sehr interessant. So, war es das? Anscheinend. Ja, ich werde jetzt noch diesen Raum näher durchsuchen und darf ja nichts Wichtiges liegen lassen. Und in der nächsten Folge geht es natürlich dann weiter mit der Suche nach der Fahr. Und ich werde mich Stück für Stück durch den Dungeon hier metzeln und hoffentlich bald Dafars Gefängniszelle finden. Ciao, der Argonaut.